Ja, genau so stellt man es sich vor, wenn man auf Karpfen angelt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Und ich bin tatsächlich mal wieder auf Karpfen und Co. Und ja, bin mal gespannt, was hier so geht. Neben den winzig kleinen Schuppis gehen hier auch die Geisterkarpfen und solche Sachen. Und ja, der geübte Angler weiß natürlich sofort, wir sind hier am Bernsteinsee. Zack, und da ist auch schon direkt wieder der nächste dran. Ja, das ist das. So soll es aussehen. Das ist das Schöne, das Geile. Jetzt gerade hier an der Position 124,65. Der geht sogar ganz leicht hier in die Bremse. Es ist gerade wieder mal eine ganz gute Frequenz. Und das Ganze lüppt auf recht fischigen Ködern, auf recht fischigen Boilies, beziehungsweise auch mit fischiger Köderfische und PVA. Zack, kleiner Schuppi mit 7 Kilo. Schön. Und ja, ich habe die Infos habe ich aus dem Chat, aus der Feierabend Community. Wenn ihr Lust und Laune habt, der Kanal ist offen und frei. Wenn ihr da rein wollt, einfach mal suchen im Chat. Da gibt es immer wieder gute Tipps und Tricks. Und da hieß es, Alden, probier doch mal 124,65. Köder-Kombi. Beziehungsweise ich werfe erstmal raus. So. Köder-Kombi gucken wir uns gleich an. Na, stellen wir mal hier so zwischen. Jawohl. Bisschen straff ziehen. Und zwar wie folgt kombiniert. Wir haben hier Kaviar 16 Pop-Up. Wir haben Kaviar Rot hier nochmal dran. Und ich wollte mir Kaviar-Dip noch holen. Egal, Muscheldip funktioniert auch. Und KWH und ein PVA habe ich auch noch dran geklatscht. Das PVA ist, gucken wir mal eben rein. Kaviar, PVA, genau, der Black Home und der Urflitzer, die hatten mir beide die Mischen geschickt und sie sehen quasi identisch aus. Also Weizenmehl als Basis und dann die verschiedenen Pellets, Kaviar-Pellets mit schwarzem Kaviar als Soße zum Reinpanschen und das dann schön in eine Mische verpackt. Und rein damit. Dazu dann hier oben die Pop-Up-Boilies, beziehungsweise Kaviar-Gelb, Kaviar-Rot kann man ausprobieren. Auf einer anderen Route habe ich neben den Pop-Up-Boilies, ich habe auch noch Austern einmal dran oder einen Muschel. Muschel sollte es doch auch geben, genau, Muschelgrün oder hier Muschel alleine habe ich auch mal dran gemacht. Und mit diesen doch sehr edlen Kombination an Ködern. Probiere ich es jetzt hier gerade. Ich muss sagen, das zweite Mal. Allerdings war ich heute Vormittag ganz kurz nur hier, also tatsächlich für eine Viertelstunde. Hab reingeworfen, hab ein bisschen probiert. Hatte sofort meinen ersten Geisterfisch. Ich habe ja bisher so gut wie noch gar nicht hier geangelt. Geister. Ah ne, man sollte vielleicht nach den eigenen gucken. wo ist er? Hier ist er. Gerahmter. Ne, hier, Geister. Geisterschuppen? Ne, der war's. Geisterspiegelkarpfen, genau. Genau. So langsam mache ich mich mal hier an die ganzen besonderen Karpfen dran. Aber auch nur so auf entspannt nebenbei. Das ist halt immer das Schöne.
Man kann halt das Karpfenangeln entspannt nebenbei machen. Keine Ahnung, zwischendurch was kochen oder so. Wenn was dran geht, dann piepst es oder bimmelt es. So. Allerdings war bisher die Frequenz hier auch schon ganz gut. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also abends und nachts war ich noch nicht hier. Ich bin jetzt gerade so gegen 18 Uhr auf dem Server gekommen, losgedüst sofort und dann auch direkt hierher gebrettert. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, wie geht es die Nacht durch? Mitten am Tag war es wirklich ganz gut. Achso, gehen wir nochmal eben auf Setup ein bisschen detaillierter ein. Beziehungsweise, genau, doch. Da haben wir es. Ich habe mir eine Braid drauf gemacht, dass ich ein paar Meter mehr Stur habe. 35 Kilo Tragfähigkeit. Habe mir jetzt gerade eben nochmal Lead Core geholt mit der Tragfähigkeit 31. Und mir selbst eine 31,5er, also 31,7er, 31,5er Vorfach, Mono-Vorfach gemacht. Das ist jetzt so das Setup. Einserhaken groß. Beziehungsweise hier habe ich diesen anderen Einserhaken, aber ähnliche Gewichte mit drin. Und ich werfe mit einem 40 Gramm Blei. Ich habe es mal wieder nicht geklippt. Das ist auch wieder schön und entspannt für mich, dass es eben auch funktioniert. Ich werfe, also funktioniert ohne Klippen. Ich werfe so ungefähr hier in diesen Schatten rein von dem dicken Baum. Das ist jetzt ja, 50%, 50%, 5, also auf halb oder 5 nach halb soweit aufgeladen mit dem 40 Gramm Blei und dann raus damit. Ja, wie gesagt, das PVA ist mit dran. Ich hatte letztens noch ein muscheliges PVA, das habe ich als erstes reingeschmissen, das hat auch funktioniert. Also ich denke, grob etwas, was so im fischigen Bereich ist, sollte wahrscheinlich alles funktionieren. Und ich teste jetzt erstmal noch ein bisschen die Nacht und dann gucken wir mal, was da geht. Ja, schauen wir uns das einfach mal an. Es ist halt immer wieder spannend, diese Spots aus der Community, aus dem Ingame-Chat, das einfach mal zu testen. Oder auch, wenn ihr was unten in die Kommentare reinschreibt, teste ich auch immer wieder gerne. Ist immer wieder spannend, ob auch ich als Nicht-Karpfenangler, ob ich das dann auch irgendwie hinkriege, die Viecher rauszuziehen und diesen Spot dann zu beangeln. Das macht es dann halt auch wirklich aus, wenn jemand es schafft, der eigentlich nicht viel Karpfen angelt oder eine Angelmethode eigentlich nicht viel verwendet, wenn man die dann auch hinkriegt, das ist dann immer geil. Das macht einen Bock. Ja, wenn ihr Tipps und Tricks habt, wo wir gerade beim Thema sind, ruhig unten reinschreiben in die Kommentare. Und wenn euch das ganze Format hier gefällt, den Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke reinhauen. Das hilft und supportet den Kanal ungemein. Und ja, ich angle jetzt hier noch ein bisschen weiter und warte mal ab, ob hier noch ein bisschen was geht. Und dann gucken wir einfach mal, wann was hier reinbimmelt. Und ich schalte dann natürlich wieder ein. Bis gleich. Und das hat tatsächlich nicht lange gedauert. Wenige Ingame-Minuten später neigt sich schon die erste, die Einserrute. Das ist die mit der Muschel drauf. Genau, das ist nicht Kaviar, sondern mit Muschel, Mais. Aber auch da einfach wieder nur ein Schuppi. Aber genau so soll es sein. Also wirklich, zack, die nächste. Wirklich schön entspannt. Ich finde es auch gut, wenn die gar nicht so riesig groß sind. Hauptsache Frequenz. Dann ist es nicht so fucking boring, das Karpfenangeln. Und man muss da vielleicht 20 Minuten warten, dass da mal was dran geht. Oh, der hat sogar ein bisschen Bock. Da gehen wir mal ein bisschen höher von der Bremse. Der hat sogar ein bisschen Bock. Das sind dann natürlich die Liebsten. Und es wird sogar schon wieder hell hier. Ja. Und ich muss ja sagen, eigentlich reicht mir erstmal nur sämtliche von diesen ganzen seltenen Fischen überhaupt zu haben.
Dann habe ich da den, kann ich da einen Haken dran setzen, dann habe ich die erstmal schon. Und dann kann ich mich weiter um die anderen Fische noch kümmern. Alles, was so fehlt. Irgendwann will man doch mindestens mal jeden Fisch einmal rausgezogen haben, oder? So. Und weiter geht's. Und ich glaube, hier schreit schon wieder die nächste. Da hängt schon die Schnur ein bisschen durch. Ja. Oh ja. Und geht sofort runter. Schön. Schön. Also die Taktung ist ganz okay. Ey. Die Taktung ist wirklich okay. Mal schön langsam reinziehen. Ich war ja sonst immer mit 27 Kilo Vorfächern hier dran. Bin jetzt ja noch mal doch, oh ja, der nächste, doch noch mal ein bisschen schwerer rangegangen. Aber auch das, oh, Spiegelkarpfen, den Spiegelkarpfen, den will ich noch als Trophy. Bei den anderen ist es mir noch nicht ganz so wichtig. Aber Spiegelkarpfen-Trophy hätte ich schon noch gern. So als guter Standardkarpfen. Da ist gerade noch nichts dran. Hat nur gezogen ein bisschen. Vielleicht wieder das Interesse verloren. Ich stelle nochmal ab. Noch nicht so viel einkurbeln. Einmal, zweimal angetippt. Nochmal, dritte Mal angetippt. Und da geht er nochmal dran. Also ganz kurz nur ein bisschen die Schnur angezogen. Ja, das sieht doch gut aus jetzt. Und zack, einmal anschlagen noch. Irgendwas Kleines wieder. Ja, man müsste jetzt natürlich dann rumprobieren und wahrscheinlich habt ihr als Karpfenangler das mit Sicherheit auch schon gemacht, mit verschiedenen Hakengrößen. Ich bin da ziemlich raus, ich bin momentan relativ fix, wenn ich auf Karpfen gehe, immer auf einem Einserhaken. Der ist recht groß, das ist jetzt nicht vielleicht übertrieben groß, aber ich finde einen Einserhaken, der hat schon mal eine ordentliche Größe. Vielleicht müsste man einfach mit den Boilies und den Hakengrößen rumexperimentieren. Wäre mal geil, wenn ihr da auch da mal kurz einen Tipp irgendwie reinschreibt unter die Kommentare. Macht es Sinn? Merkt man einen großen Unterschied mit größeren Boilies und größeren Haken bei den Karpfen? Ist es so wie bei den normalen Ködern, dass man dann mit einem größeren Haken und einem größeren Köder auch größere Fische fängt, aber in einer geringeren Frequenz. Ich meine, letzten Endes, mir reicht's eigentlich. Mir reicht's eigentlich, wenn die jetzt so groß sind. Das sind jetzt 16er Boilies. Zack. Vielleicht steigt ja auch hier aus Versehen mal was Dickes ein. Weil von den Rekordfischen habe ich, glaube ich, auch diese 16er Boilies mitgesehen. Wobei jetzt die hier bisher alle recht lütt sind, ne? Alles so unter 10 Kilo. Ich glaube, ich baller mal vor Spaß ein bisschen weiter rein hier. Gehen wir mal hier ins Tiefere. Guck mal, da geht schon der nächste, ey, abgefahren. Und mal ein bisschen weiter raus. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon dahin gekommen bin, so weit. So, Bügel zu, ein bisschen runterziehen, zack. Oh, ich glaube, ich ändere gleich mal die Bimmeln hier, ey. Aber es geht. Finde ich schon gut. Finde ich schon richtig gut. So soll das sein, ey. Und wie gesagt, wenn dann die Exoten damit reinrasseln, dann ist doch alles tutti, ey. So darf das dann gehen, ey. So, jetzt werfe ich mal bisschen daneben. Also ich vergrößere jetzt quasi, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt hier vorne die ganze Zeit so ein Futterfeld angelegt, auch mit dem ganzen PVA. Dann ballere ich jetzt mal um diesen Platz herum. Vielleicht dann gleich mal ein bisschen weiter, also hier vorne angelegt. Dann ein bisschen da hinten mehr in Richtung Stamm. Dann rechts und links daneben. Einfach mal das ganze, geht auf A1 noch wieder was. Das ganze Feld einfach mal ein bisschen vergrößern.
Man spinzelt sich ja so ein bisschen was zurecht und denkt sich dann auch so. Zack, jawohl. Oh, auf beiden. Zack, jawohl. Das ist geil. Alter, das ist wie Anno Muftig, Alter, am Karpfenparadies. Wenn da einfach mal wieder schön ein bisschen Frequenz ist. Mega, ey. Und dann natürlich hier zusätzlich der Bonus-Spaßfaktor auf, für mich zumindest, auf neue Fische dann. Auch wieder ein schöner Spiegel. Den keschern wir mal ran hier. Komm ran. Zack, 6,5. Jawohl. Schön feistes Gerät. Ach shit, ich wollte die Bimmel ändern. Und der nächste. Ja, guck mal. Mal kurz reinschlagen. Ah, der wehrt sich. Also vom Gewicht her passt das gerade ganz gut mit der Bremse. Sehr schön, ey. Und ich habe mich gestern im Stream habe ich mich schon gefragt, Mensch, so viele, immer wieder Karpfen, selten Trophies, aber wirklich viel Karpfen mit drin, viele Schuppis mit drin, ja, wie gesagt, selten Trophies waren hier im Chat, aber regelmäßig halt die Karpfen. Ja, und wenn das hier die Erklärung ist, also hier in diesem Bereich, was ist das hier? G8. G8. In dem Bereich, wie gesagt, eine Route habe ich jetzt so in die Richtung geballert. Zwei sofort, jawohl. Drei, glaube ich. Ich glaube, hier auf der 1 geht es auch gleich ab. Ach, lecko funny. Jetzt wollen sie mich aber stressen hier. Okay, erstmal die drei. Zack. Was Kleines, okay. Zack. Was sagt die Bremse? Die Bremse hält. Kleiner, okay. Ja, auch eher klein, ne? Auch eher was Kleines. Zack, weiter. Gerade ausgeworfen. Ich habe die Schnur nicht mal nachgespannt. Perfekt. So lieb ich es. So, nochmal ein bisschen weiter nach rechts. War hier was dran? Ne. So. Die kleinen hier, ey. Och, das war sehr klein. Gerade noch maßig. Nehmen wir mit. Zack. Ja, so läuft's, ey. Perfekt. Also, ich zieh mal noch ein bisschen durch. Gucken wir mal an, was hier noch alles rausgeht. Und dann checken wir gleich mal den Kescher in Gänze. Wie das denn so aussieht nach einem Tag hier angeln. Ich werfe mal ein bisschen weiter. Und ich probiere halt hier noch ein bisschen rum. Was ich halt gut finde, ist, man muss jetzt hier nicht großartig einen Futterteppich anlegen oder weiß der Geier was reinwerfen. PVA, wahrscheinlich schon vorteilhaft. Aber ohne klappt das Bild mit Sicherheit auch. Kann ich mir echt gut vorstellen. Wenn man also PVA noch nicht frei hat,
Klappt bestimmt auch. Vielleicht mit ein bisschen weniger Frequenz. Aber das ist ja auch schon krass hier. So, bis gleich. Kurzer Check zwischendurch. Es ist 9:30. Es läuft immer noch. Weiter geht's. Komm raus, Alter. Die anderen warten schon. Und auch um 12 Uhr lüptet immer noch. Das ist wieder gut. Oh, der hat sogar ein bisschen Gewicht. Gerade noch einen schönen, was war es, 7,8er Spiegelkarpfen gezogen. Und jetzt geht schon direkt der nächste hier wieder in der Mitte. Und da geht das nächste. Oi, oi, oi. Also auch zur Mittagszeit läuft es immer noch richtig gut. So darf doch der ganze Tag am Karpfensee ablaufen. Sehr, sehr gut, ey. Ja, im Verhältnis zur Nacht natürlich schon wieder deutlich besser. Der hat richtig Bock, der hat richtig Bock, jawohl. Der will. Komm, komm, komm. Schön langsam ranziehen. Nicht zu hart irgendwie hin und her pushen. Das ist halt ein dicker Brocken. Und man muss ja nicht unnötig diese Masse, die da im Wasser jetzt an der kleinen Schnur, an diesem kleinen Haken gezogen wird. Man muss es ja nicht übertreiben. Nicht, dass er noch irgendwie ausschlitzt oder so. Sondern einfach nur ganz entspannt ziehen. Langsam rankurbeln. Was man halt immer ein bisschen machen kann, ist, je nachdem in welche Richtung der Fisch gerade guckt, dass man dann halt in die Richtung versucht, auch nochmal weiter zu ziehen. Wenn er jetzt hier so nach links geht, auch weiter nach links ziehen. Wenn man ihn eh schon dominiert, also quasi in Schwimmrichtung weiterziehen. Jetzt geht er nach rechts, dann kann man auch weiter nach rechts nochmal ziehen. Dass man quasi immer schön in seine Schwimmrichtung zieht. Dadurch kommt er halt leichter ran. Wenn man immer dagegen hält, immer nur gegen die Schwimmrichtung, dann hat man es deutlich schwieriger. Das ist schön, der hat richtig Bock. Das freut mich natürlich bei so einem dicken Vorfach hier. Allerdings, na, vielleicht mal der erste jetzt über 10 Kilo. Was er so auf die Waage bringt. Sieht auch schon richtig schön feist aus, der Kamerad. Solche dicken Dinger, sowas wollen wir haben hier. Oh mein Gott. Oh sehr, sehr gut, ey. Sehr, sehr gut. Komm ran. Kescher raus. Und 14, Alter. Zeilkarpfen. 14,3 Kilo. Schön. Und weg damit. Na, der sieht auch ein bisschen anders aus. Ganz hoch vom Rücken. Gerahmter Spiegelkarpfen. Na, siehste mal. Ich glaub, den hatte ich auch noch nicht. Mit so Schuppen am Bauch und einmal im Kreis. Ne. Ne. Das ist, glaube ich, mein erster gerahmter 5,1. Ha! Schön! Ja, in den letzten Abendstunden oder in den ersten Abendstunden habe ich jetzt nochmal ein bisschen was anderes ausprobiert. Ich habe zweimal Pop-Up-Boilie jetzt verwendet, Kaviar und Austern-Pop-Up-Boilie und habe mal komplett, ja eigentlich ziemlich genau da, wo der Pfeil gerade endet, in die Richtung ausgeworfen, alle drei Routen und da gucken wir einfach mal, ob da jetzt auch ein bisschen was geht. Es fängt schon gut an. Es fängt schon gut an. Also es scheint auch da
in dieser Richtung noch zu funktionieren, wenn man auch ins etwas Tiefere geht. Ich hoffe einfach auf etwas größere Fische jetzt noch. Alles im Allen bin ich aber schon recht zufrieden. Da ist jetzt gerade der 30. maßige Fisch dran. Zwischendrin waren dann doch nochmal ein paar ganz kleine Karpfen, ganz kleine Schuppis. Die muss man ja dann wirklich auch nicht mitnehmen. Gerade wenn sonst ja hier die Frequenz auch echt ganz gut ist. Ja, normaler Spiegelkarpfen, ganz gutes Gewicht. Ja, wie gesagt, der gesamte Tag bisher war ganz gut. Wir haben jetzt, glaube ich, auch die Stunde gleich rum. Ziemlich genau sogar. Zumindest vom ersten Fisch angerechnet. Wie gesagt, da war ja dann noch die Nacht und da war die Frequenz nicht ganz so. Es war okay, aber nicht ganz so groß. Aber dann in den Morgenstunden, da sind dann deutlich mehr. 35. Minute, 33, 33, 32, 32. Also man sieht also hier im Minutentakt oder 2-Minuten-Takt, dass sie dann auch wirklich gebissen haben. Durchaus also ein Spot, wo man gerne mal wieder rangehen kann, wo man ein bisschen rumprobieren kann. Ich warte jetzt hier nochmal so ein paar Minuten, bis es richtig dunkel wird. Ich glaube, die Sonne geht gerade richtig unter. Und dann gucken wir gleich einfach mal, was die Fische so an Wert hatten. Nach einer Stunde Angeln, 30 Fische jetzt hier im Kescher. Was kommt dabei an Silber rum? Ja, und da sind wir zurück hier in der City und dann gehen wir mal zum Fischmarkt und verkaufen alles. Gucken wir mal, was das alles so gebracht hat. Ja, zum Ende hat tatsächlich nochmal eine kleine Barbe angebissen. Das war natürlich auch nochmal sehr nett. Insgesamt habe ich jetzt hier rausgezogen 33 Fische und die haben ein gesamten Wert von 230 Silber. Viele kleine sind halt dabei. Hätte von der vom Gesamtwert her schon auch ein bisschen mehr sein können. Wenn man jetzt hier unten schaut, die alle mal so ein bisschen mehr Gewicht haben, also ab 7,5 Kilo, die hauen natürlich dann auch direkt richtig rein. Aber da waren echt wenige dabei, deshalb nochmal direkt an die Karpfenprofis von euch die Frage, wie kriegt man dickere Karpfen raus? Wäre halt schon irgendwie spannend. Für mich mein erster gerahmter Spiegelkarpfen, der mit dabei war und vorher schon der erste Geisterkarpfen, Geisterspiegelkarpfen, das war auch schon mal ganz schön. Tja, hat sich gelohnt, ist halt mal wieder ein entspanntes Angeln. Es ist nicht so super freaky auf Karpfen, sondern es ist einfach wirklich reinwerfen, auch ziemlich egal wo. Also ich habe viele Bereiche da jetzt ausprobiert in dieser Area hier unten. Es hat überall ganz gut gebissen. Ja, als nächstes teste ich, glaube ich, einfach mal ganz woanders mit den gleichen Boilies. Und dann gucken wir mal, ob es da auch funktioniert und läuft. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, den Daumen, den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video hier auf YouTube oder auf Twitch. Immer wieder montags, mittwochs und freitags auf feierabend.tv. Oha, der Fischhändler kommt, der wird langsam wach. Ich mache mich mal von den Socken. Tschüss.